Los geht's. Und zwar sind wir schon mitten im Geschehen. Ich habe nämlich die Knoblauchzehen und die Kartoffel schon vorbereitet. Ich habe so, glaube ich, 15 Knoblauchzehen verwendet oder sogar ein bisschen mehr. Und zwei mittlere Kartoffeln. Und hier gebe ich dann auch gleich die Suppenbrühe dazu. Ihr könnt das Ganze aber zuerst auch etwas andünsten. Wichtig ist einfach nur die Menge an Knoblauch. Also die macht wirklich den Geschmack aus. Ja, und dann kocht ihr das Ganze kurz auf und wir machen dann schon mit dem Brot weiter. Ich bereite hier gerade schon mal die Croutons vor. Und zwar schneide ich einfach dieses 2 Tage alte Brot in Würfel und die werden dann später in der Pfanne angebraten. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. Hier habe ich etwas Butter in eine Pfanne gegeben. Die Butter erhitzt sich jetzt und dann kommen erstmal die Shrimps hier rein. Und zwar werden die nur so lange gebraten, bis die anfangen, sich so zu winden in die Mitte hin. Und sobald das der Fall ist, könnt ihr die schon rausnehmen, weil sie euch sonst zu trocken werden. Ich habe übrigens gefrorene Shrimps verwendet, die habe ich antauen lassen und habe die dann eben in die Pfanne gegeben. Ich glaube, meine sind die Königsgarnelen. Ihr könnt aber auch andere, kleinere Shrimps verwenden, größere. Es geht hier rein um den Geschmack und ich finde einfach, diese Shrimps passen perfekt zu der Knoblauchcremesuppe. Wenn die Shrimps dann fertig sind, gebt ihr in dieselbe Pfanne dann die Croutons, vielleicht noch ein bisschen Butter und bratet die Croutons so circa 10 Minuten an. Schaltet die Temperatur etwas runter, ich würde sagen so Stufe 4, 5 von 9 passt. Einfach nur, dass ihr euch nicht verbrennen, weil die Croutons, die neigen nämlich sehr leicht dazu. Wenn die Suppe dann fertig ist, sprich Kartoffel und Knoblauch schön weich sind, dann gebt ihr noch etwas von dem Brot dazu. Das Brot dient als natürliche Bindung oder natürlicher Dickmacher der Suppe. Ich habe aber im Rezept auf meiner Webseite noch einige andere Möglichkeiten für euch aufgelistet. Da könnt ihr euch dann auch aussuchen, wie ihr das sonst noch macht. Ich gebe hier noch etwas Sahne dazu, würze das Ganze nach meinem Geschmack und püriere einfach gut durch. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer late. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr probiert es aus. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wünsche euch alles Gute, eure Hannummer.